André Breitenreiter, inwiefern kann so ein Pokalduell auch ein Stimmungsaufheller sein für diese Situation aktuell? Ja, wir spielen jetzt so einen sogenannten Pokal und das ist ein anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Wir nehmen uns vor, das Spiel zu Hause zu gewinnen. Und wir haben ein sehr gutes Erstrundenspiel in Karlsruhe absolviert und wir wollen morgen das letztjährige Spiel in Wolfsburg vergessen machen und es diesmal besser gestalten, um in die nächste Runde einzuziehen. Hat ja fast schon Tradition, im Pokal gegen die VfL Wolfsburg zu spielen. Ja, es ist wohl kein Zufall, dass wir zweimal in Folge Wolfsburg treffen in der zweiten Runde. Und ja, diesmal spielen wir allerdings zu Hause vor unserem heimischen Publikum. Und ich denke, es ist ein 50-50-Spiel, aber das wollen wir für uns entscheiden. Auch wenn die Wolfsburger in der Liga jetzt einen guten Lauf hatten, ein gutes Spiel absolviert haben, nehmen wir uns für zu Hause vor, das Spiel zu gewinnen. Was macht die Wolfsburger so gefährlich? Ja, es ist eine Mannschaft mit Erfahrung, mit gestandenen Spielern, mit auch dem Selbstvertrauen jetzt nach dem 3-0-Sieg in Düsseldorf. Sind vorne sehr gefährlich, durch eine sehr gute Doppelspitze, verteidigen auch ordentlich und von daher müssen wir sicherlich eine konstante Leistung über 90 Minuten bringen, um dann auch in die nächste Runde einziehen zu können. Wie hart sind Sie mit der Mannschaft ins Gericht gegangen? Es geht jetzt ja Schlag auf Schlag, Liga und Pokal. Ja, wir haben ja nicht so viel Zeit, von daher haben wir das Spiel schnell abgehakt, selbstverständlich kurz besprochen. Letzte halbe Stunde war richtig gut, die ersten 60 Minuten waren nicht gut. Entsprechend haben wir auch das Spiel verdient verloren. Leider dieses richtungsweisende Spiel nicht für uns entscheiden können und somit haben wir das kurz analysiert und dann auch abgehakt. Er steht im Tor und Wechsel an. In der vergangenen Spielzeit gab es das in der zweiten Runde auch. Erklären Sie uns mal Ihre Gedankengänge. Ist das Standard bei Ihnen oder wie ist das zustande gekommen? Ja, wir haben zwei Torhüter, die auf Augenhöhe sind. Das war in der letzten Saison schon so und daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. Czauny hat ordentlich trainiert, trägt seinen Teil dazu bei, dass auch unsere Mannschaft funktioniert. Er ist Sprachrohr, eines von mehreren Sprachrohren in der Mannschaft und von daher hat er sich auch verdient, morgen zu beginnen. In der Offensive hat Niklas Füllkrug jetzt in Anführungsstrichen für seine Verhältnisse länger nicht getroffen. Was machen Sie mit so einem Jungen? Stärken Sie dem oder geben Sie jemand anders dann vielleicht auch mal die Möglichkeit? Ja, wir werden sicherlich nicht den Spielbetrieb einstellen, weil wir jetzt zu Hause nicht gut gespielt haben und das Spiel verloren haben. Wir stärken alle unsere Spieler, weil auch solche Phasen zur Entwicklung dazugehören. Nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für uns als Mannschaft. Und dann ist es umso schöner, wenn man Widerstände überwindet, positiv nach vorne schaut, um dann auch wieder erfolgreich zu sein. Sie wirken positiv. Martin Kind hat gesagt, es hat ihn ein bisschen nachdenklich gemacht, dieses Spiel am Wochenende. Ist das so der Emotion geschuldet oder wie können Sie das einordnen? Ja, das hat uns alle nachdenklich gemacht, weil die ersten 60 Minuten einfach nicht das waren, was wir uns selbst vorgestellt haben. Da haben wir es nicht gut gespielt, waren zweiter Sieger in vielen Momenten. Die Augsburger waren an diesem Tag für 60 Minuten besser. Aber wir richten natürlich auch den Blick auf 30 Minuten, wo wir sehr überzeugend gespielt haben, wo wir das Spiel hätten auch drehen können. Was uns dann aber wahrscheinlich sogar verständlicherweise nicht mehr gelungen ist, weil wir es letztendlich auch nicht verdient hatten. Im Blick auf morgen, Elfmeter schießen die? Noch nicht, wir trainieren heute Abend noch, aber wir sind in allen Bereichen immer sehr akribisch aufgestellt und vorbereitet. Aber wir hoffen natürlich, dass wir das Spiel vorher für uns entscheiden können. Oder willst du bei dem einen Wechsel bleiben oder planst du noch ein paar andere? Ja, wir werden sicherlich eine Mannschaft auf den Platz bringen, die dieses Spiel gewinnen will und die das Spiel gewinnen soll. Wie das im Einzelnen aussieht, kann ich heute noch nicht sagen, weil wir sicherlich auch zwei, drei Bewegungen haben in der Mannschaft. Darüber hinaus auch Spieler, die ihre Chance vielleicht verdient haben, jetzt auch mal von Beginn an zu starten. Und warten wir das Training heute Abend ab. Und morgen bei der Kaderbenennung wird auch jeder wissen, ob er dabei ist. Kannst du sagen, wer noch so Bewegungen hat? Später wissen wir. Ja, es gibt ein paar, die vielleicht die Person aus dem Spiel davongetragen haben, aber da verraten wir natürlich nicht zu viel, um den Gegner dann auch vielleicht noch vor weitere Hindernisse zu stellen. Wir wollen das Spiel gewinnen und da ziehen wir natürlich alle Wege. Vielleicht kannst du nur sagen, wie wichtig nimmst du denn das Spiel jetzt im Vergleich zur Bundesliga? Fällt das jetzt ab? Ist das jetzt eher unwichtig geworden durch das, was war? Oder ist das? Wir nehmen immer jedes Spiel sehr wichtig und insbesondere im Pokal auch. Das haben wir in der letzten Saison auch getan. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man frische Kräfte bringt, so wie in der letzten Saison, und man verliert, dann war es verkehrt, weil man angeblich den Eindruck vermittelt, als wenn dieser Wettbewerb nicht wichtig wäre. Wenn man das Spiel allerdings gewinnt, dann war es richtig, weil wir frische Kräfte gebracht haben. Das ist völlig klar, dass man das dann so bewertet. Für uns ist wichtig, dass wir die Mannschaft auf den Platz bringen, die das Spiel morgen gewinnen kann. Und das werden wir auch so tun, weil wir unbedingt in die nächste Runde einziehen wollen. Mit frischen Kräften? Mit einer ersten Elf, die morgen von Beginn an aus unserer Überzeugung heraus antreten wird.
Herr Breitenreiter, inwieweit nutzen wir dann eigentlich dieses unglückliche 0:1 in der zweiten Runde der Vorsaison jetzt für zusätzliche Motivation? Spielt das noch eine Rolle? Das spielt keine Rolle, weil das jetzt auch ein Jahr her ist. Wir haben viele Spieler neu dazu gewonnen, wir haben viele Spiele abgegeben und von daher ist es ein Spiel gegen einen Bundesligisten, ein starkes Los, aber allerdings zu Hause und das wollen wir für uns entscheiden. Ihr Kollege Bruno Labbadia hat heute Vormittag gesagt, er erwartet ein intensives Spiel, ähnlich wie es die Wolfsburger in Düsseldorf hatten, viele Zweikämpfe. Was würden Sie sagen, mit was ist zu rechnen morgen Abend von der Art des Spiels? Also die Spiele, an denen wir teilnehmen, sind eigentlich immer intensiv. Zum einen, weil wir sehr laufstark sind und weil wir viel investieren und das tun die Gegner in der Bundesliga in der Regel auch immer. Von daher ist es morgen ein K.O.-Spiel, es ist ein 50-50-Spiel, zwei starke Mannschaften auf Augenhöhe treten aneinander und die Besseren werden sich morgen durchsetzen. Sie haben schon gesagt, dieses Mal zu Hause gegen Pokal gegen Wolfsburg. Wie groß ist der Faktor Heimspiel in einem Pokal-Spiel? Ja, das ist, glaube ich, immer ein Vorteil, wenn man zu Hause spielt, weil man die eigenen Fans im Rücken hat und so wie wir auch am Samstag, wo wir doch eine lange Phase hatten, in der wir nicht gut waren, uns die Fans unterstützen und dann mit den ersten guten Momenten sicherlich auch die Mannschaft weiter nach vorne pushen und den Jungs einfach Rückhalt bieten. Und dann ist es schon ein Vorteil, wenn man zu Hause spielt. Sind Sie eigentlich im Pokal auch so aufgestellt, dass Sie sagen, von Runde zu Runde denken? Oder haben Sie im Hinterkopf, ach, dieses Jahr gerne Viertelfinale oder Halbfinale, so ein mittelfristiges Ziel? Wie ist das? Ja, das kann man sich im Pokal nicht stecken, weil man letztendlich auch nicht die Auslosung beeinflussen kann. Es hat natürlich auch immer was mit den Duellen zu tun, aber wir tun gut daran, uns mit dem Spiel am morgigen Abend zu beschäftigen und das erstmal positiv zu gestalten. Und dann können wir uns freuen, wenn wir uns über den nächsten Gegner Gedanken machen müssen. Sie haben selbst, das ist ganz lange her, aber dann ist man in Wolfsburg gespielt. Haben Sie da eine spontane Erinnerung? Ja, meine Tochter ist in Wolfsburg geboren und das ist die allerschönste Erinnerung. Haben Sie dann Kapitän Werner Handelt am Samstag gesagt, das Spiel gegen Wolfsburg sei jetzt das perfekte Spiel für Wiedergutmachen. Siehst du das genauso, dass das jetzt wirklich das perfekte Spiel ist in diesem Zeitpunkt? Das ist ja natürlich insofern perfekt, weil wir wieder schnell spielen können und nicht so lange über das Spiel vom Samstag reden müssen. Wir brauchen die Chance, einfach zu zeigen, dass wir über 90 Minuten besser spielen können und nicht nur über 30 Minuten. Ja, und das müssen wir uns vornehmen. Und dann, wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, die nächste Runde einzuziehen, dann wird am Mittwoch schon das Spiel vom Samstag kaum noch ein Thema sein. Niklas Füllkrug war zuletzt ein bisschen auch Nehmerspur, hat am Wochenende auch nicht so eine tolle Leistung gebracht. Denkst du daran, ihm möglicherweise auch mal eine Pause zu geben? Ich meine, er spielt am Samstag wieder in der Liga. So einer wie Händel, den hast du jetzt immer wieder gebracht. Du hast selbst gesagt, er hat sich im Training wieder aus so einem kleinen Loch rausgespielt, sich Selbstbewusstsein geholt. Ist das eine Option für morgen? Ja, zum einen stärke ich Niklas immer den Rücken, egal ob er dann trifft oder nicht. Er hat sicherlich am Samstag nicht sein bestes Spiel absolviert, wie einige andere Spieler auch. Das gehört auch für ihn dazu. Es ist keine leichte Situation, wo viele Gedanken und viele Spekulationen um seine Person aus guten Leistungen resultieren. Das ist völlig normal. Von daher bekommt er immer unsere Rückendeckung, gerade in solchen Phasen auch sich wieder herauszukämpfen. Und wenn er zur Verfügung steht, dann wird er morgen auflaufen. Darüber hinaus hat Henne einfach gezeigt, dass er in 30 Minuten für extreme Belebung gesorgt hat. Ist jemand, der wirklich frech aufspielt, bei dem wir immer ein gutes Gefühl haben, dass er in brenzligen Situationen ist. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht und sicherlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Ist das also auch eine Möglichkeit im Kopf bei dir, dass beide gleichzeitig spielen können? So viele Optionen im Kopf, weil wir uns natürlich auch auf den Gegner vorbereiten oder auf jeden Gegner vorbereiten und sämtliche Gedanken durchspielen. Wie können wir wechseln, wie können wir die Grundausrichtung ändern. Entsprechend versuchen wir natürlich auch eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die variabel ist. Aber in erster Linie die auch gerade in einer guten Form sind und die das Selbstvertrauen haben, morgen das Spiel auch zu gewinnen. Und das kann mit beiden sein, das kann ohne beide sein, das kann auch mit einem von beiden sein. Lassen wir uns überraschen. Er hat ja einen Vorteil, der vielleicht für ihn ein Nachteil ist. Denn wenn er kommt, reißt er das Publikum mit. Das kann er, glaube ich, so wie kein anderer Spieler bei euch im Moment, wo er eingewechselt wird. Spricht das dagegen, dass er von Anfang an kommt? Also ist er als Joker wertvoller, denke ich? Das können wir ja abschließend noch gar nicht bewerten, weil er noch nicht von Beginn an gespielt hat. Von daher gibt es aber auch andere Spieler, die nach Einwechslung gut funktionieren und sofort ins Spiel finden. Ich meine, vom Publikum jetzt.
Ja, letztendlich kriegt das oder rockt das Publikum dann ja auch, wenn durch Einwechslung gute Aktionen passieren. Ich finde, dass Flo sicherlich nach den ersten zwei, drei Flanken, die nicht ganz so glücklich waren, die nicht angekommen sind, der danach das wirklich klasse gespielt hat, gute Aktionen hatte und auch da ging wirklich Begeisterungswellen durchs Publikum. Ich finde, dass unsere Spieler in der Regel sehr gut ins Spiel reinfinden und klar ist Hände dann Stürmer, hat dann, wenn wir im Rückstand liegen und viel nach vorne spielen, viele Aktionen im Offensivbereich und fällt dadurch natürlich auch noch etwas mehr auf als vielleicht ein Defensivspieler, der nach Einwechslung seine Aufgabe auch gut erfüllt. Kreist natürlich immer die Frage, wäre jetzt auch mal da dran, von Anfang an zu spielen? Ja, wie gesagt, wir haben so viele Optionen. Er ist natürlich auch ein. Ja, aber hast du geglaubt jetzt, dass ich dir die Aufstellung. Von A bis Z, wenn wir durchgehen. Ja, also. Ja, ich weiß, du machst das auch richtig gut, aber es reicht nicht ganz, muss ich sagen. Es reicht nicht ganz. Nein, also, Henne hat gezeigt, dass er wirklich eine tolle Entwicklung genommen hat und gefährlich ist. Man kann jetzt sagen, wir geben ihm die Chance von Beginn an, weil er sich das verdient hat. Wir können aber auch sagen, wir wissen, dass er so gut funktioniert, wenn er reinkommt und wir brauchen auch noch ein paar Waffen von der Bank. Spielt er von Beginn an? Das ist meine konkrete Frage. Das kann ich aber leider noch nicht wissen. Ich würde sagen, die Chancen liegen bei 50%. Sie haben gesagt, Duell auf Augenhöhe, wie groß ist die Gefahr, dass das 25 Minuten werden, 11 Meter drinnen? Auf was sollte man setzen? Jetzt nicht Sie, aber so generell. Ist nach 90 Minuten alles klar? Also mit Wetten und Tippspielen habe ich es nicht so, dürfen wir nicht und begeistert mich auch nicht wirklich. Von daher ist es unser Ziel natürlich nach 90 Minuten zu gewinnen. Allerdings, wenn wir 120 Minuten dafür benötigen oder das Elfmeterschießen, um in die nächste Runde einzuziehen, dann ist das für mich auch in Ordnung. Philippe steht wieder zur Verfügung. Wir haben da den langen Rekurs für einen guten Stürmer von mir drin. Ist das eine Option, Philippe wieder zu bringen? Philippe ist auch eine Option. Kevin hat es aber auch gut gespielt. Was wir von Kevin eingefordert haben und auch von Josef vor dem Spiel, war, dass sie ihr Zweikampfverhalten verbessern. Das haben wir im Training geübt mit beiden und ich finde, das haben sie im Spiel tadellos umgesetzt. Beide haben sehr gute Zweikampfwerte gehabt. Bis auf ganz, ganz wenige Aktionen haben wir defensiv eigentlich nicht zugelassen. Das vergisst man schnell, aber wir haben eigentlich wenig Torschancen gegen das zugelassen. Wir standen hinten stabil. Ja, und ist sicherlich Philipp auch eine Option, weil er das beim letzten Spiel bis zu seiner gelben Karte auch gut gemacht hat. Auch da lassen wir natürlich alles auf. Der Kader steht noch nicht endgültig fest, das ist klar, aber am Samstag müssen wir mal den Backer noch passen, weil er mal einen Wärme hat und nicht. Ja, ihm geht es besser. Er trainiert, er hatte was wo schlecht ist oder was Falsches gegessen. Er wird heute im Training dabei sein und dann werden wir morgen entscheiden, ob er zum Kader gehört oder nicht, wie bei jedem anderen. Danke. Okay. Gerne.